Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play Warlords of Draenor. Meine Tastatur hier ist mal richtig. So, jetzt können wir spielen. Stehen geblieben waren wir ja beim letzten Mal in diesem kleinen, süßen Goblindorf. Und wir haben. Ich mag diese Questreihe gar nicht, weil die ist ziemlich anstrengend. Wir haben jetzt hier ein paar Aufgaben bekommen. Wir sollen ein paar Sachen sammeln, töten. Und ein Serum testen. In einem kleinen Dorf später weiter hinten. Und Schredderteile sollen wir auseinander. Also hier Schredder sollen wir auseinandernehmen. Mit dieser netten Rakete. Bäm! Ist noch der einfache Spaß. 16! Was? Und da seht ihr schon, diese Goblins sind irgendwie nicht ganz sauber. Die sind von irgendwas besessen. Und deswegen habe ich ja gesagt, das hat so ein bisschen The Last of Us Feeling und was will ich tun? Das lädt immer noch aus. So, den komischen Blobbel müssen wir sowieso kalt machen. Davon mal abgesehen. Yes. Noch einer? Oder hat er sich geteilt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er ist hin. Und die hinterlassen nicht immer was, wir brauchen ja dieses flüchtige Öl von denen. Bäh, und das ist ätzend, das ist einfach nur ätzend. Was wollt ihr von mir? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Pierberührung. Schinden. Die Schinden für unser Leben. Hieß Schrumpfing. Ich brauche ein Ziel. Und natürlich, er hat auch einen kleinen Blubbel hinterlassen. Können wir looten? Können wieder nicht looten. Doch, wir können looten. Und wir haben schon zweimal Öl. Sauber. So, Gott sei Dank bleiben die Schredderteile eigentlich relativ hier liegen. Was die ganze Sache ein wenig angenehmer macht. Und überall sind diese Blubbels dazwischen. Das nervt ein bisschen. Wir werden uns hier noch ziemlich auf den Senkel gehen. Ich kann das noch nicht wirken. Wer haben wir denn? 7. Toll, hätte ich 8 sein können, dann hätte man genau 2 Schredder gebraucht. So müssen wir jetzt davon ausgehen, dass wir wieder einen dritten machen sollen. Und da hat er sich hier geteilt. Die Drecksau. Vielleicht zu teilen. So, das war 3. Was stimmt denn mit dem nicht? Dass die immer nicht wahrhaben wollen, dass sie tot sind. Bam! Ach, ich liebe es. Kann ich die Raketenwerfer behalten? Bist du damit so einige nützliche Dinge noch anzufangen. Aber nein, wir müssen ihn wahrscheinlich. Ich bin außer Reichweite. So wieder abgeben, leider. Und an dem müssen wir noch das Zeug testen. Dürfen wir nicht vergessen. Könnte man ja eigentlich gerade mal machen. Oh oh. Boah, der Test war definitiv erfolgreich. Erfolgreicher geht's gar nicht. Ja, war klar, wir müssen noch einen dritten Schredder-Matsch machen. Und wir brauchen auch noch einen Blubbel. Nehmen wir doch den. Der kommt ja gerade schon so freudestrahlend auf uns zugerannt. Das lädt immer noch auf. Ja, den kann man schon im Wahnsinn wegknallen. Und natürlich hat sich die Drecksau auch wieder geteilt. Kriegt man schnell weggeschindet. Glaub nicht. Der starb. Wir haben die Quest auch fertig. Jetzt müssen wir noch einmal den hier hoch. Oh, da ist es. Zu göbeln. Jetzt keinen Bock drauf. Und wie gesagt, das mit den Blubbels hier ist ein bisschen nervig. Und mit den Goblins auch, weil die sieht man nicht so gut. Die sieht man echt nicht so gut. So, die Quest haben wir auf jeden Fall fertig. So schön. Schnell zurück. Dab. So. 1A. Das läuft. Zeit ist Geld. Bleib gut drauf. Ich bin immer gut drauf. Ich bin so gut drauf. Ich kann. Gar keiner besser drauf ist als ich. So. Hey, wie geht's euch? Volltanken bitte. Führt Flugzeug. Bleib gut drauf. Was liegt an? Und. Was haben wir da jetzt bekommen? Tötet 6 Sporenschlofer. Falls ihr je was braucht. Das waren doch bestimmt Füße. 81. Mal gucken. Füße.
nehmen wir. So, was dürfen wir jetzt machen? Sporenschlurfer getötet, 6 Stück. Und da hat noch einer eine Quest für uns. Hi. Yo. Hey. Schlimmste verhindern. Platziert 5 Feuerbomben am Quetschpfeifer. Cup. Schönen ja, Tag das auf. Wird ein bisschen... Hm? 6 Infizierte. Goblins heilen. Na klar, machen wir doch gerne. Zuerst nieten wir mal die Schlurfer um. Die sind nämlich so wunderbar auf dem Weg. Aber die sind im engen kleinen Gebiet. Und dann werden wir uns mal um die Stadt kümmern. Das wird ein bisschen ekelhaft, weil da wirklich viele von diesen Typen rumflitzen, diesen infizierten Goblins. Resident Evil Warcraft Style, ne? Lässt grüßen. Und warum macht er das immer mit mir? Meine Gesundheitsregeneration einfach verhindert, die Penner. Ihr spinnt wohl! So, den da mal rein und dann kriegst du den hier. Und dann noch einmal den hier, ne? So. Schön. Ich möchte. Ich glaube, das ist auch der letzte Punkt, den wir jetzt hier noch haben. Und danach sind wir fertig mit den Spitzen von Arad. Und dann. Ja, dann geht's ab nach Nagran. Ne, erstmal geht's zurück in die Garni. Weil da haben wir, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen was zu tun. Und das gucken wir uns erstmal an. Weil das sind eigentlich auch ganz coole Quest mal nebenbei so dabei. Selbstverständlich an. 6 von den Typen killen ist jetzt wirklich kein Thema. Boah, aber der Debuff ist ekelhaft. Ich habe doch. Habe ich nicht irgendwas zum hier. Okay, es war jetzt ein bisschen übertrieben. Okay, es kann eine Flüche bannen. Oh Gott, ey, wenn ich mich hier noch auskennen würde, wäre ich glücklich. Irgendwie kann man auf jeden Fall Krankheiten heilen oder so. Sollte eigentlich drin sein. Ich weiß nur nicht mehr wie. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Kann das noch nicht wirken. Schaderbe. Next, please. Du. Also viel drauf haben sie nicht, außer dass wir meine Gesundheitsregeneration ein wenig runterschrauben. Aber sonst. Damage machen sie auch nicht, die greifen auch sehr langsam an, muss man dazu sagen. Das ist aber auch noch schön. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, einer noch. Den kriegen wir auch noch hin. 30%. Wow. Den können wir pflücken. Du. Komm her hier. Weil ich. Obwohl, bleib fern. Und er ist auch wieder da. Er ist auch wieder da. Natürlich ist er wieder da. Warum ist er auch nicht da? So, mal hier kurze andere Abzweigung nehmen. Verdammt! Ich krieg alles hin. So, wir sollen ja 6 Goblins heilen. Ach scheiße, den habe ich. Nerv nicht! Nerv nicht! Bitte! Und stirbt. Ich kann das noch nicht wirken. Der Kollege kann auch sterben. Hallo. Ja, das war jetzt ja gerade eine Glanzleistung, war das. Gut. Dann mal rein in diese City. Und da sehen wir auch schon, wo wir die Bomben platzieren sollen. Machen wir auch, aber jetzt steht der da natürlich volle Möhre im Weg rum. Kommst du da weg? Das lädt immer noch auf. Natürlich machen wir das auch mit den Brandbomben. So, das ist so ein Goblin, den können wir ja mal heulen. Das könnt ihr noch nicht. Wahrscheinlich erstmal wieder auf ein bestimmtes. Maß hinunterbringen. Da drin auch. Sehr gut. Zack, installiert. Dann. Plupp. So, was ist denn der Rest der City? Wo war das? Ach, da oben. Ja, nehmen wir doch die. Die kleine Stadt. So, wir müssen ja noch 6 Goblins befreien. Okay, hat noch nicht gereicht.
Jetzt. Boah, ich hasse sowas. Wenn man die auf ein bestimmtes Prozentmaß runterbringen muss. So, jetzt muss ich gucken. Bin mir nicht sicher, wo. Aber kriegen wir hin. War das nicht bei 50%? Wahrscheinlich nicht. Wie, das könnt ihr noch nicht. Boah, auf wie viel muss ich dich denn runterbringen? 25? Ja, irgendwie so in den Dreh. Ist das nervig. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, da ist noch ein Bömmchen drin. Installieren. Platz. So, jetzt muss ich gucken. War hier? Hier war auch noch eine drin. Oh, na klar. Willst du nicht hier wirklich? Das lädt immer noch auf. So, dann den hier. Gerettet. Das war Nummer 4. Ich wurde infiziert. Aber das müsste ich doch eigentlich... Oder ist das eine Krankheit? Krankheit. Die Massenbannung ist ja nur für Magie da. Oh oh. Ich glaube, da hat mich einer. Scheiße. Ach du Kacke. Versehentlich umgebracht. Versehentlich. So, und? Quest erfolgreich. Boah, ich hätte hier sowas einfach nur vom Wegrennen, wenn ich hier fertig bin. Und hier oben gibt es natürlich... Jetzt gab es hier einen Schatz. Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss mal gucken. Das würde sich ja eigentlich relativ anbieten. Aber sieht nicht so aus. Okay, gut, gut, gut. Dann mal hier die letzte. Und wir machen uns übers Dach davon. Geronimo! Oh, wir sind gut rausgekommen. Sehr gut sogar. Läuft bei uns. Oh, der hat uns. Mach den platt, mach den platt, mach den platt. Kommt er? Er kommt. Noch mal schnell weg. Ich doch schnell weggehauen. So, dafür gibt es jetzt eine blaue Hose, hey, glaube ich. Wie geht's euch so? Jawohl. Jawohl, ja, nehmen wir. Schönen Tag auch. Ach, schade, eine Aufwertung wäre noch. Bleibt gut drauf. Wäre noch ein bisschen geiler gekommen, ne? Meine, wechseln unsere Klamotten hier, ey. Meine Fresse. Sehr gut, ich glaube, jetzt sind wir auch durch mit der ganzen Nummer. Bleibt sauber! Ah, eine Sache gibt's noch zu tun. Ich glaube, abhauen. Was liegt an? Wir kriegen die Wiederverwertung. Jawoll! Schön! Aktiviert den Feuerbombenzünder und entkommt dann mit Kimseys Flugmaschine. So, einmal hier. Und abhauen. Da hinten geht jetzt alles den Bach runter. Da kommen noch ein paar Goblins mit. Und ein Abschluss wie bei Resident Evil Raccoon City. Zerstört. Wunderbar. Schön. Und damit haben wir die Wiederverwertung freigeschaltet. Also war die Questreihe doch sehr wichtig gewesen. Nicht unwichtig. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber okay, gut. Die Wiederverwertung ist gut. Sehr gut sogar. Wenn es das ist, was ich jetzt... meine zu glauben, was es ist. Ich hoffe. Und wir stürzen ab. Ne, wir landen perfekt. Gut. Sehr schön.
Und die Wiederverwertung will man direkt lernen. Ja, so. Was wollt ihr? Spuckt es aus! Bam, Sicherung von Südhafen, Werkstatt Quetschpfeif als Erfolgsvorschritt und das war spitze. Und wir kriegen noch Anhängerin Kimsey Quetschpfeife. Seid vorsichtig da draußen! Jawoll! Und wir sind fertig in den Spitzen von Arak. Das freut mich. Und wir haben die Wiederverwertung gelernt. Und müssen das nicht manuell lernen. Sehr schön. Na super. Wir haben ein Zimbuch und wir haben noch so ein Buch. Für Außenpostengebäude. Umfassende Bauanleitung. Werden wir alle noch einlösen. Jetzt geht's erstmal zurück in die Garnison. Schön. Spitzen von Arak erledigt. Nächste Haltestelle, Nagranz. Und da gibt es eine richtig coole Questreihe und die werden wir auf jeden Fall machen. So, erstmal machen wir das hier. Mission, sehr gut. So, mal ein paar Level ab hier holen. Jawoll. Na. Welche haben wir denn da offen gehabt? Holla die Waldfee. So, können wir den machen? Können wir natürlich nicht machen. Achso, ich sag mal hier. Nee. Nee. Drei Anhänger. Aber 1200 EP, also lohnt sich. Da können wir ja ein paar. Aber wir nehmen mal welche, die schon kurz vom Level up sind, wie zum Beispiel ihn und ihn. Wo kann ich die Mission jetzt nicht starten? Habe ich keine. Doch, ich habe doch. Hä? Ich habe zu viele aktive Anhänger. Ernsthaft jetzt? Shit. Wie waren das? Wie waren das? Nee. Moment. Achso, ja. So, Anhänger. Wie viel haben wir denn? 2 zu viel. Ach du Scheiße. Wir werden mal die Schwächsten ausradieren. Die ist, glaube ich, neu gewesen. Kalander Sternhelm. Hallo? Warum kann ich dich nicht deaktivieren? Achso, ich glaube, ich muss das über den Tisch machen. So, Kalandra. Deaktivieren. Jawohl, ich weiß. Und Ordnes Regenmacher, obwohl der ist blau. Die ist auch blau. Haben wir noch eine, die noch unwertvoller ist? Ja komm, dich machen wir mal. Obwohl, die hat diesen Zeitzauber, das ist eigentlich auch wichtig. Die hier ist eigentlich eher erstmal unwichtig. So, jetzt aber hier, ne? Mission. Die hier. So, nee, das war sie nicht. Moment. Zur Mission hinzufügen. Hinzufügen und hinzufügen und ab dafür. Ja, jetzt kommen wir schon langsam so an unsere Grenzen von Anhängern. Weil wir müssen erstmal ausbauen noch weiter. Unsere Garnison. Aber da kommt noch Goldmission. Das ist erstmal unwichtig. Erstmal, jetzt ist erstmal wichtig, die Anhänger alle zu leveln. Du. Ab der Arsch. Der war mal die Seite 91. Du kannst. Flammen. Okay, ist eigentlich verschwendet, aber okay. So, dich können wir da noch hinschicken. Oder obwohl Fentau. Warte mal. Fentau ist interessanter dafür. Und EP nochmal eine Sonderdings. Da steht nur nicht da wie viel. Also das ist für uns EP. Noch besser. Und Folien des klaren Geistes, Umschulungszertifikat, Anhänger. Ne, brauchen wir erstmal nicht. Okay. Supi. Holen wir mal Ressourcen ab und dann gucken wir uns mal eine Garni um und. Checken mal, ob irgendwas. Achso, wir können ja eigentlich mal gucken, ob wir die Wiederverwertung jetzt bauen kann. Die ist nämlich eigentlich relativ gut, finde ich. Das war klein. Ich glaube, ich habe die nur freigestellt. Ich muss sie trotzdem kaufen. Das ist ein bisschen passiv. Ja, muss ich. Ja, danke für die Wiederverwertung. Ich kann nicht mehr davon tragen. Wie? Ich habe die noch im. Ach, da! Menschenskinder. Ich Idiot. So, aber jetzt hier klein und wir bauen eine Wiederverwertung.